Eine spannende Runde Meccabello gegen Wuselwaldo. Wuselwaldo ist ein bisschen zu low. Sollte schon so ungefähr vielleicht die Hälfte sein. So 2,5 oder so. Ich bin die Hälfte von ihm, das ist noch so. Da drüber, da drunter finde ich so ein bisschen. Bisschen albern. Was haben wir? Rhino auf Level 3, Marksman Sledgehammer, Quick Supply, Crawler, Stormcrawler, Marksman Steelball, Fangs. Das sind die Einheiten, die mich am wenigsten baue. Steelball und Fangs. Vielleicht sollte ich das mal lernen. Arclight Steelball. Stormcrawler mag ich ganz gern. Gerade wenn man die schon am Anfang ein bisschen gelevelt bekommt. Kann das echt nice sein gegen Crawler und Mustangs. Da sollten Sledgehammer gut sein. Sledgehammer kosten allerdings 50 zum Unlocken. Ich weiß doch hier nicht, wie Fangs gegen die sind. Ja, das ist immer noch so ein bisschen... Wo ich merke, dass ich da noch ein bisschen... Mit den Fangs muss ich auch ein bisschen lernen. Wie sind die gegen... Ich glaube nämlich nicht gut, ist das Problem. Tatsächlich, Fangs sind nicht gut. Vielleicht einfach Mustangs dagegen setzen. Kosten Mustangs was zum Unlocken? Auch 50. Wie ist der Rhino? Ich baue einfach zwei Rhinos zum Tanken. Machen wir das so. Rhinos sind genauso schnell wie die Crawler, oder? Die Idee war, dass die Rhinos vorgehen und viel tanken. Was ganz gut geklappt hat. Hat der jetzt einfach komplett... Rudi. Schlimm war es jetzt auch nicht. Das war die erste Runde. Kriegt man eigentlich gar kein Rating? Das haben wir auch albern. Ja, gut. Ich habe gar kein Rating bekommen gerade, oder? Cost Control, Fangs und Phoenix. Aerial Specialist Crawlers. Das finde ich eigentlich ganz geil. Weil Crawler Sledgehammer ist eine ganz gute Combo. Ich weiß nicht, ob Aerial Special. Aber Aerial Special ist, glaube ich, ein bisschen weak. Ja. Was hat er denn? Sledgehammer Arclights. Anti-Aircraft hat er, okay. Mit der ersten Runde noch nicht haben. Was will ich denn lieber? Eine Gruppe Phoenix oder eine Gruppe Wasps? Eins kann ich jetzt holen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas schon dagegen haben wird. Sledgehammer? Wie langsam sind die Sledgehammer? Langsam.
Den Wasp kann ich mit dem Jump Drive relativ günstig rumspringen. Was gegen er gebaut? Nein. Sie haben sich schon ein bisschen aufgesplittet. Die Crawler, dass sie nicht alle zerschossen werden. Ja, da ist ein relativ stark, wie man sieht. Wie teuer ist das Arclight Upgrade? 300. Du hast dort ein ziemlich gut XP bekommen. Jetzt lasse ich ihn gleich ein bisschen rumspringen mit dem Jump Drive, mal schauen. Fühlt sich manchmal ein bisschen cheesy an, also verliert man ja auch manchmal. Wenn einfach eine bestimmte Sache sehr gut ist. Mit den Wasps habe ich natürlich einen super Start gehabt. Hacker Specialist, Fang Attack, Tech Upgrade Costs. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was ist gegen Arclights ganz gut? Phoenix sind da ganz gut. Kann ich natürlich auch ganz günstig jetzt noch freischalten. Ein Wie schnell sind die Phoenix? 16 Meter pro Sekunde, das könnt ihr hier hinstellen. Dann schießen die Arclights und die Sledgehammer weg. Finde ich gar nicht so schlecht. Natürlich relativ teuer, denn es kostet. Fuck, es kostet 100. Das hätte ich nicht machen sollen, statt des Schildes, glaube ich. Gucken, was er macht. Wieder das Air-Upgrade hat er nicht. Hat hier Mustangs hinten hingestellt. Sie gucken, dass die Mustangs. Die Arclights sind schnell weg. Das ist die Phoenix. Die Phoenix haben überlebt, das ist sehr gut. Ja, so ein bisschen cheesy, aber ich fühle mit dem Wasp einfach jetzt ein bisschen spazieren, wie man gesehen hat. Incendiary Bomb, Shield Devices, Steel Ball Range, war das nicht so spannend? So viel Kleinkram. Den Shield Specialist. Sledgehammer und Arclights.
Okay, ein bisschen langsam. Also wäre kein Geld, um die abzugraden. Das wollte ich eigentlich noch machen. Bisschen verpennt. Ja, da machst du diese die Wasps sind ein bisschen weit vorne. Die zersäbelt jetzt, die Wasps. Das ist nice. Crawler beschwören finde ich immer irgendwie eine ganz coole Sache. Das mache ich ganz gern zum Beispiel auf meine Stormcorders. So, jetzt viel so mittleren Kram. Mittlerer Kram, den ich eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben sollte jetzt. Ich fände einen Melting Point nicht schlecht. Wenn ich ihn jetzt aufstelle. In der Runde. Den ersten. Kann er ganz gut was auseinandernehmen. Und dann kann ich hier schon ein bisschen leveln. Und nächste Runde mit dem richtigen Upgrade. Sind die 6 Meter pro Sekunde, so ein bisschen wie die. Okay. Sie so ein bisschen ja, gleichzeitig ankommen. So, die soll mal den kleinen Kram hinter den Melting Points wegnehmen. Ja, vor dem Melting Point. Warum fehlt mir immer Geld? Was soll denn das? Das hat er hinten aufstellen sollen. Die fliegen zu weit nach vorne. Wir jetzt von den Mustangs vor auseinandergenommen. Dann melden wir wieder von der Artillerie. Zersemmelt. Jetzt. Und die Wasps waren zu weit vorne. Noch irgendwas, was gegen Lufteinheiten funktioniert? Nee. Die Mustangs habe ich nicht gut aufgestellt. Die Wasps gegen die Mustangs. Oder hier schön geduldig warten. Dass meine X-Wings die kaputt machen. Wie schlecht die gegen Crawler sind, die Phoenix. Gegen Stormcrawler sind sie hingegen ganz gut. Auch mal ein paar Schilde. Das hat der für Tech-Upgrades.
Komm nicht zum Upgraden und auch nicht hier. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Upgrades für die werden schon nicht schlecht. Die werden schon deutlich besser. Das macht es sehr viel leichter, das Bombardement hier. Und einige von den Mustangs auch raus. Steelboards. Die Steelboards sind gut gegen meinen Melting Point, aber die schnell genug gekillt, sauber. Die Wars waren ziemlich weit hinten. Nicht weit hinten genug. Ist immer noch in die feindlichen Mustangs gerannt. Das Diffraction war wichtig. Diese Parasitic Armor auf dieser Long Range Waffen ist so geil. Muss auf jeden Fall mal die Artillerie upgraden. Die macht relativ viel. Jetzt kommt das dicke Geld rein. Zehntausend, bisschen mehr erwartet. 19.000. 28. Vielleicht mal hier, falls mir irgendwelchen Quatsch in die Flanke fallen will. Ach, vielleicht für den Melting Point. Gut, rechts habe ich nicht so viel zu tun, deswegen wahrscheinlich. Tech-Upgrade wäre auch nochmal ganz nice für die. 5000 Schaden gemacht. Ja, die Stormcrawler machen schon einiges hier. 4000, 6000, haben einiges getankt. Walls an der Seite. Der Schild frisst am Anfang noch einiges. Der nimmt den schnell weg. Ich muss das gegen die Steel Walls aufstellen. Was ist gegen die Steel Walls gut, die an der Seite rumhängen? Crawler, die einfach beschäftigen. Phoenix noch. Ich will noch ein paar Phoenix. Ich stelle da ein paar Phoenix hin. Luftanhalten ist ja eh nicht gut. Schießt wenigstens noch. Es braucht uns ein bisschen Zeit. Ah, jetzt schießt aber wieder mein Gebäude. Okay, die Runde hat er auch nicht gewonnen. Ich stelle die. Machen wir noch irgendwas. Okay, die Steel Walls zerlegen hier meine. Das ist gut. Richtiger Super Heavy Armor, finde ich. Dann stelle ich nämlich einfach Crawler davor. Und jeweils eine Runde Phoenix dahinter. Einfach ein bisschen Kanonenfutter jetzt.
Schnell sind die. Okay. War jetzt ein Schild, dass sie nicht am Anfang direkt wegsterben. Das ist nämlich sehr unangenehm. Ich will den ganzen Plan durcheinander bringen. Ich sehe nochmal die Wasps dahinter. Crawler hier vorne nerven ist, ne? Beschäftigen sich ein bisschen zu lange mit Kleinscheiß hier. Kriegt die nicht schnell genug tot, die Steel Balls im Moment. Wie viel Anti-Air hat er noch? Arc Lights. Ein Marksman noch. Den sollte ich kriegen. Danke. Okay, das war knapp die Runde. Jetzt dann Anti-Air ausgegangen. Okay, was ist passiert? Zu viel Kleinscheiß hat meine Phoenix beschäftigt. Also die kleinen Schuss baut Shield. Jetzt versuchen die hier loszuwerden am Anfang. Das ist natürlich Shielden, aber es wäre ein Versuch wert. Ruhig noch einmal Crawler hier voraufstellen. Sterben, sonst ist der ganze Plan hinfällig. Gucken wir, wie viel Schaden macht. Replicate wäre eigentlich für mich ziemlich geil. Er steht auch oben gegenüber. Ah, sauber. Ich habe relativ schnell die Crawler auf den. Die Runde müsste jetzt ganz gut laufen, nachdem ich die Crawler hier vorne zerstört habe. Können die Phoenix mich hier links ihre Arbeit machen gegen die Steel Balls. Das Replicate habe ich ein bisschen mehr von erhofft. War ein bisschen zu lange. Hier überleben noch Mustangs. Uff, sieht doch nicht so gut aus. Kriegt die Steelbots nicht ganz schnell genug kaputt. Links sind aber alle Mustangs kaputt, was ganz gut ist. Er hat noch eine Anti-Air-Unit. Den Marksman. Ne, zwei. Problem ist,
Ich würde nicht fokussieren. Die Runde tat weh. Okay, haben leider nicht lang genug überlebt. 30% HP oder? Ah, mehr Range. Einfach die schnell killen. Kann wichtiger sein als die 30% HP. Kleinschatz war hier eigentlich ganz gut los. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Phoenix, um die Steelballs zu killen. Killt die scheiß Steelballs. Ah, das verlieren wir, glaube ich. Und die Phoenix sind noch da. Wir haben auch ein paar Mustangs und ein paar Marksmen. Die Frage ist, wie kriege ich die jeweils fokussiert? Das sieht ganz gut aus, den Marksmen. Ein Marksman hat er noch. Schneller, schneller, schneller. Nach der letzten Runde. Erstmal den Blast. Was brauchen wir denn noch? Das habe ich noch gar nicht. So, ich habe gerade keine Idee, was ich bauen soll. Mir fiel irgendwie nichts ein.
Bin zu langsam im Denken. Mustangs an der Seite geantwortet. Wie viel Anti-Air hat er noch? Eine Menge Mustangs. Ah, die Runde verliehen wir. Fuck. Mustangs, ich brauche irgendwas, was die Kleinen da schnell wegmacht, aber ich komme nicht drauf, ehrlich gesagt. Nicht so anfällig gegen die Steel Balls ist, die Kleinen relativ schnell wegmacht. Ein Vulcan ist halt gut gegen die Kleinen, aber stirbt halt super schnell, wenn ich ihn in die Mitte stelle, mindestens mal einen. Ist halt schlecht gegen die Steel Balls, aber gut gegen die anderen. Hier noch ein bisschen tankier sind. Ich blicke hier überhaupt nichts mehr. Langsam. Der Turm hat da rechts mal aufgeräumt. Steelboards hier mal los wäre. Der hat noch zwei Marksmen. Ne, ein Marksman da. Und die Mustangs. Wir haben schon noch ein paar Crawler. Die Stormcrawler hier. Crawler müssen die heißen. Ja, nice. Das Spiel. Das war eine richtig knappe Runde mal. Hin und ein richtiges Hin und Her. So soll es ja eigentlich sein. Mit Counter-Taktiken und das fand ich ein cooles Match. Hat richtig Spaß gemacht. Da ging es mal ein bisschen hin und her. Ich hatte dann am Anfang ein bisschen mit den Wasps einen guten Start, dann hat er es mit den Mustangs gecountert, dann habe ich meine Wasps noch in der Runde vorher schon ganz gut woanders hingestellt, das hat auch geklappt. Und dann ging es mal so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich die Melting Points, die haben in der einen Runde ganz gut aufgeräumt, dann hat er die Steel Balls, und mit den Steel Balls habe ich mich ein bisschen schwer getan, wie man gesehen hat. Er hat dann viel Kleinscheiß gehabt. Und da bin ich nicht ganz sicher, wie ich das am besten counter. Also, es hat jetzt am Ende geklappt, also richtig, das war jetzt ja nicht, dass ich ihn dann perfekt gecountert habe, sondern
Die Crawler sind nicht schlecht gegen die Steelboards, aber er hat die auch einigermaßen schnell zerlegt. Er versucht, dass halt die sie ein bisschen beschäftigen und währenddessen die Stormcaller und die Phoenix draufschießen. Die Phoenix haben aber zu lange auch auf den kleinen Scheiß mit rumgeschossen. Haben es dann immer noch geschafft, schon meistens, gerade so, aber so richtig super war es nicht. Hätte es auch bestimmt was Besseres gegeben. Das war das eine. Ob ich die dann einfach hätte mal weiter leveln sollen, die Crawler, dass die halt ein bisschen was aushalten, dass sie nicht ganz so schnell an den Steelballs platzen. Oder nach vorne zum Beispiel einen Vulcan gegen die gegen den Kleinscheiß hinzustellen, das hat da deswegen nicht gut, weil, ja, vielleicht wäre es trotzdem gut gewesen. Es hätten den Kleinscheiß schnell gekillt, die Vulcan sterben dann relativ schnell an den Steelballs, weil, ne, große HP-Einheiten sterben dann schnell, aber vielleicht reicht es trotzdem aus, um dann den die so schnell zu killen, den ganzen Kleinscheiß, dass die Phoenix dann die Steelboards wieder umkillen. Und dann überlebt mein Melting Point. So ungefähr. Vielleicht ich das probieren sollen. Dann hängt es natürlich ein bisschen ab, dass die Melting Points auch nicht zu sehr an der Front stehen. Das ist ein Fehler, den ich am Anfang ganz häufig gemacht habe, der inzwischen schon besser ist, dass ich mich so in der Mitte platziere oder vielleicht sogar im hinteren, na, hinteren Drittel vielleicht nicht, aber so in der Mitte, dass man im Verlauf des Matches immer noch Chancen und Möglichkeiten hat, was davor zu stellen. Vorher bin ich in den ersten Runden gleich, ganz vorne, an die Front. Aber dann hast du halt gar keine taktischen Möglichkeiten mehr, auf bestimmte Sachen zu reagieren. Weil dann stehen die da und wenn du in den Counter reinlaufen, laufen die in den Counter rein und du kannst halt nichts mehr machen. Hier, ich spiele diesmal. Giant Specialist finde ich ganz interessant. Fangs baue ich eh zu selten. Können wir was lernen? Okay, Mustangs und Marksmen. Okay. Die Fangs sind schlecht gegen die Mustangs, gegen die Mustangs, aber gut gegen die Marksmen. Die Sledgehammer sind wiederum eigentlich ganz gut gegen die Mustangs, aber nicht so gut gegen die Marksmen. Okay, das ist eine Aufstellungssache. Dann brauchen wir noch irgendeine Einheit, die so mittel ist. Was machen wir denn da? Die sind ungefähr gleich langsam, gleich schnell, ne? Dass die ein bisschen vorne sind und tanken, die ein bisschen später dazukommen, dass die Sledgehammer ihren Tank-Job machen können. Mustangs, da sind aber auch keine Marksmen gut so richtig gegen. Was habe ich denn für Optionen? Sledgehammer könnte ich noch einbauen. Mach ich das so, bevor ich hier gar nichts. Das heißt, was auch nicht mal so langsam überlege und dann zu lange brauche. Noch Arclights. Die sind eigentlich ganz gut gegen die Arclights. Okay. Die Idee ist, dass die erstmal das meiste tanken. Dass die Fangs jetzt. Ah, die sterben ein bisschen zu schnell. Die Fangs sind zu langsam. Ja, da ich auch noch hier an meiner. Es läuft trotzdem einigermaßen. Wenn ich das ein bisschen geschickt aufgestellt hätte, nur so ein kleines bisschen versetzt, wenn die ungefähr gleich schnell sind, dann wären die Fangs früher im Fight gewesen. Und die Sledgehammer, die haben ja irgendwie so 3-4 Sekunden getankt, ohne dass irgendwas passiert ist. Die stehen ein bisschen zu weit hinten und vor allem die hier. Also das ist, und die ein Stück zurück. Na gut, hilft jetzt auch nichts. Arclights. In der Mitte könnte ich jetzt selber ein paar Dings sehr gut gebrauchen. Ja, ein paar Marksmen. Ich
weil die dann halt hier gegen die Arclights und seine Marksmen kämpfen, wo nicht so viel Kleinscheiß. Das ist eigentlich ganz geil. So, wir haben noch 150. Upgrade gibt's nichts. Dann gibt's ein bisschen mehr HP, dass die mal länger tanken da vorne. Die Sledgehammer. Ich hätte die halt ganz gern eigentlich noch nach rechts gestellt. Also, da habe ich vorhin. War ich zu lahmarschig. Hier mal eine Defensive Missile. Das ist eigentlich für den kleinen Scheiß zum Beispiel gedacht. So, gucken, was jetzt noch Neues kommt. Uff. Und ein Marksman hat es mit erwischt, das ist bitter. Und die Rakete ging auf einen Rhino. Komm, schieß sie wenigstens auch weg. Oh nein! Ich wollte Stormcrawler bauen, aber jetzt brauchen wir erstmal was anderes. Wie schnell sind die Steel Balls? 16 Meter pro Sekunde. Nicht zu weit links aufstellen, dass er die nicht mit was anderem countert. Die wollte ich jetzt auch. Mal gucken. Sehr schön, denn die Steel Balls haben die Rhino ausgeschaltet. Die Runde sollten wir gewinnen dadurch jetzt. Ich hätte selber gerne noch ein paar Stormcrawler. Okay, das hat gut geklappt mit den Steel Balls. Er könnte jetzt natürlich antworten, indem er kleinen Scheiß davor stellt. Parasitic Ammo. Das liebe ich, ja. So, mindestens eine Stormcrawler-Einheit setze ich mal hier hin. Parasitic Ammo. Aber vielleicht auch hier. Ich vermute jetzt, dass er eigentlich viel Kleinscheiß ins Feld führen wird. Um die Steel Balls zu beschäftigen. Vielleicht ein bisschen zu defensiv sogar. Noch ein bisschen gucken, wer es in der letzten Runde eigentlich gemacht hat. Die Steelboards haben halt echt viel gemacht. Die haben die Rhinos. Ja, da kommt das. Da kommen die Crawler. Das hat eigentlich vom Timing. Go, go, go. Genau. Ich
Linksseite hat's. Haben sie überlebt? Die Stormcaller haben die schon viel gemacht, geht so. Wir sind immer so ein bisschen zu tief gestaffelt. Na, das hat geklappt. Schon ein bisschen. Diese Runde kann ich ganz gut antizipieren, was er so als nächstes macht. Außer die Rhinos vorhin. Die nicht. Ja, wir müssen überhaupt nicht bauen. Strike Specialist scheint mir nicht so klug, weil er da schon ziemlich unangenehm was stehen hat. Seabirds bringen wir mal ab. 8000. Ja, die sind diesmal ziemlich schnell zerlegt worden. Ja, genau, was ich mit Kanonenfutter ein bisschen davor abfangen möchte. Eigentlich wären einfach noch mal Sledgehammer jetzt da ganz gut an der Stelle gefühlt. Hier ist ein bisschen tanken und die ganz gut wegschießen. Zu langsam. Habe ich ein paar Fan. Ach, die überholen die Sledgehammer so schnell. Fuck. Ja, da merkt man noch, dass mir etwas Erfahrung fehlt, sonst wäre ich schneller. Und der Marksman schießt auf den Overlord. Das ist ein bisschen lucky, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich ein echtes Problem. Dass der den Overlord da weggesammelt hat. Das war gut. Amplifying Core, das ist nice. Ja, die überholen die zu schnell. Hab ich nicht dran gedacht, dass die Sledge mal so lahmarschig sind, ja. Was kann ich denn bei denen noch machen? Dass sie sich heilen. Wie viel HP hat der? 19.000. Auch ein Overlord. Bisschen Tech. Die überholen die Sledgehammer zu schnell. Das ist echt bitter. Ups, zu viel kleinen Scheiß. Du musst auf den Rhino schießen. Komm. Gerade noch so.
Hat mir jetzt auch gerade noch so geklappt. Oh, ein Hacker. Schieß den weg. Puh, ja. Habe ich bisschen, hab ich auch 500 Supplies noch übrig gehabt. Will ich gleich ein bisschen für Upgrades nutzen. Ich habe das nicht mal eingesetzt. Ich depp. Ja, noch ein, okay. Heavy Armor. Incendiary Bomb, das ist gut. Die Stormcaller, wie langsam die Stormcaller nur hochleveln gerade. Level 3, 3, 2. Erstmal die Basics kurz abfeiern. Marksmen machen im Moment echt viel. Jetzt machen den Rhino, dafür sind die da. Wenn die den Rhino noch down bekommen, ist das alles immer okay. Das ist ihr Job. Die Fangs, die aber dann nutzlos am Ende in den Fight reinlaufen. Die irgendwie gefühlt nicht mehr viel machen. Ah, die Marksmen. Das ist eine Marksmen-Runde mal. Die snipen hier alles schön weg. Wir gehen noch eine Runde spielen, hoffe ich ist noch nicht vorbei. Okay, never. Das Schlimme ist nicht, weil ich hätte ganz gerne mit dem Marksmann eigentlich noch was probiert. Die Turbo-Gurke. Ja, aber es hat ganz gut geklappt. Mit dem Rhino hat er mich einmal überrascht. Dann habe ich die 1500 Drittel. Die habe ich ganz gut dann mit den Steelballs in den Griff bekommen. Die Overlords haben gar nichts gemacht. Hatte ich ein bisschen Glück, dass dann auch meine Marksmen da schon gut gegen waren. Ich konnte ganz gut vorhersehen, dass er versucht, die Steelboards mit Crawlern zu beschäftigen. Und der Rest war so ein bisschen Kleinkram. Die Stormcaller waren auch noch ganz nett als Bonus. Ah, Clyde Stormcaller. Ich bin auch kein Freund von den Fangs irgendwie. Giant Specialist. Der Ryan, die Sache ist die mit den Arclights. Er wird eh wahrscheinlich keinen kleinen Scheiß bauen, würde ich fast vermuten. Er hat jetzt schon viel kleinen Scheiß, weil der Ryan oder weil die Fangs eigentlich da gut gegen sind. Okay, er fängt aber mit Phoenix an. Sehr witzig. Und was mache ich dagegen? Marksman.
Okay, wie stellen wir das auf? Also. Die Stormcaller. Interessanter Start. Kann man ja schon so einen Start mit fliegenden Einheiten. Ich nehme dieses Paket selten, aber das kann einen manchmal schon ganz schön unter Druck setzen. Die Frage ist, wie schnell sind denn eigentlich jetzt die... Wie schnell sind jetzt die Arklight 7 Meter? Sind alle gleich lahmarschig. Das heißt, gehen eh nicht weit nach vorne. Und bremsen so ein bisschen. Ein Arklight hier, ein Arklight hier. Jetzt in die Seite kommen und ein Arklight in der Mitte. Das wäre so meine Aufstellung, die ich für ganz sinnvoll halte. Dass die Fangs, die sind sehr viel schneller. Dass ich eigentlich die ein bisschen noch zurücknehme. Okay, den Rhino, den zerschießt man, das ist ganz gut. Die Marksman mal ganz schnell drauf. Die schießen daneben, weil er zu schnell ist. Der hat die so lange beschäftigt. Der Rhino hat die so lange beschäftigt. Das ist natürlich schlecht. Okay, aber da kann ich mit mehr Marksmen arbeiten. Shield Devices. Gegen die Phoenix. Nee. Die Range erhöhen, würde ich sagen. Wie viel HP hat der? 14.000, 1600. Das reicht nachher locker für den Schuss. Das heißt, das Tech Upgrade ist gar nicht so gut. Wenn ich das mache, das wäre ganz nice, aber dann kann ich mir nichts anderes mehr leisten. Mustangs, Shield Devices. Attacks increased by 40%. Ja, mache das doch mal. Das ist hier kein Arklight. Vielleicht sogar ein zu viel geholt, ehrlich gesagt. Der kümmert sich mal um die Fangs an der Seite. Ah, ich habe das Dings nicht, mein Item nicht vergeben. Hey, die zerschießt die Phoenix. Gegen die werde ich gleich Steelboards aufstellen. Die rechte Seite haben wir gewonnen. Ah, oh, nice, 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 nice. Und ich habe selber einen Rhino. Shield Devices sind stärker. Das ist alles so Nahkampf-Shit. Das bringt überhaupt nicht viel. Photon-Emission ist... Das ist nice. Overlord billiger. Melting Points. Ja, können wir schon mal ein bisschen vielleicht viel später für die Melting Points ausmachen. Okay. Fangs. Ich kann natürlich einen Rhino gegen den Rhino stellen. Die Fangs haben hier zwei Arclights gegen sich. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt können wir mal ein bisschen weiterdenken schon mal.
wenn ich das könnte. So viel Kleinkram mit den Fangs. Eigentlich wäre noch eine Rhino für mich ganz gut, ehrlich gesagt. Dann kann ich die Rhinos mal ein bisschen... Dann lohnt es sich auch mal, die zu upgraden. Wie schnell sind die A-Clides? 7 Meter pro Sekunde. Mann, sind die da am Arsch. Ich kann die ein bisschen zurücksetzen. Läuft der eh nach vorne. Die sind alle ziemlich langsam hier. Das heißt, die überholen die. Einen Squad nicht aufgestellt. Uff. Die Stormcrawler zerschießen sofort meine Stormcrawler. Hat er ein Range-Upgrade gemacht? Ja. Das muss ich mir auch gleich mal gönnen. Hat mich einfach sofort meine Stormcrawler zersäbelt. Steh nicht zu lange da rum. Okay, also seine Stormcrawler, meine Stormcrawler zerlegt direkt zum Start. Sehr unangenehm. Und der Rest war dann einfach, dass meine Einheiten zu schwach waren. Die stehen auch ganz geschickt, weil meine so stehen. Das habe ich, man hat ein paar Vorteile, aber jetzt hat es gerade auch ein paar Nachteile, dass das so ist. Sie müssen hier mal ein bisschen die beschützen. Die waren sofort tot. Sonst auch was Überraschendes passiert? Nicht wirklich. Zu langsam schon wieder. Ich bin Rhino nicht rechtzeitig tot. Der Rhino ist einfach zu krass eine Maschine. Ich brauche jetzt die Steelboards dagegen, aber es wird langsam schon haarig. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn meine Steel Balls einerseits auf seine Artillerie laufen. Okay.
und auf sein Rhino. Nicht gut im Griff. Okay, mehr Steel Balls. Das klappt allerdings jetzt ganz gut gerade. Außer der Monster Rhino hier. Den habe ich aber jetzt. Uff. Okay, ich dachte, die linke Seite läuft ein bisschen besser. Das lief fast okay. Aber auch nur fast. Komm, noch eine Runde. Noch eine Fighting-Runde. Gibt es immer 17.000? 11.000? Okay, Parasitic Ammo. So, okay, also die passt die Ammo auf die hier. Ich habe keine Schilde mehr aufgestellt. Ja, das kann trotzdem was werden. Nicht so viel mit dem kleinen Scheiß beschäftigen. Besseren Runden jetzt. Ups, aber Turme zerstört. Ah, und die Stormcaller hier hinten noch hat, die zerstören mich. Ja, es wurde langsam besser. Ja, ich weiß, dass man die Tags verändern kann. Habe ich auch mit Einheiten gemacht. Da habe ich mich ganz gut am Sack gehabt. Die Sau. Hing ich die ganze Zeit immer so ein bisschen hinterher und kam nicht so richtig seine Artillerie hat er ein bisschen besser aufgestellt als meine. Dann haben mir noch die Schilde gefehlt. Gegen kleine Einheiten ist die Aufstellung ganz gut, gegen größere und andere Artillerie ist die Aufstellung schlechter. Die Aufstellung war schlechter von meiner Artillerie. Und hat jede Runde einfach so ein bisschen, lief so ein bisschen besser. Das ist nicht, dass ich gar nichts machen konnte, aber es war immer so der Ticken besser. Ach, die hat die Parasitic Ammo. Die ist nicht geschafft, damit was zu machen. Anscheinend nicht. Wird am Ende jetzt wie viel gemacht in der letzten Runde. Die sind nicht so lange überlebt, leider. Der Marksman hat viel gemacht, der Rhino geht so. Die Stormcrawler auch okay. Die Steelboards wieder nicht, wo sie gegen den Rhino recht wichtig waren.
Die Marksmen haben echt viel gemacht. Ja, die Runde war ganz interessant. Die Frage ist noch, ob wir irgendwas spezifisch draus lernen. Die Rhino hätte ich wahrscheinlich schon früher mit den Steel Balls countern sollen. Statt erst noch mit den Marksmen, obwohl die Marksmen jetzt nicht schlecht waren. Aber die Marksmen sind gegen Stormcaller nicht gut. So mit den Steel Balls ein bisschen, die sind auch teurer. Ist das für was gewesen? Die Marksmen natürlich auch mit für die Phoenix da. Die Fangs haben jetzt keine große Rolle gespielt bei ihm. Da war man einfach immer so einen halben Schritt voraus. Deswegen kam ich da nicht ganz hinterher. Da musste man irgendwie schaffen, die Initiative zu übernehmen. Er hat ein paar abgegradete Rhinos. Die habe ich noch ganz schön lange gebraucht mit den Marksmen. Die sind aber ein bisschen. Der war immer auch ein bisschen zu tanky, dass er gerade angekommen ist. Da wäre wahrscheinlich auch am Anfang statt eben den Marksmen da noch einmal eine Steelball-Einheit ganz gut gewesen. Dann countert die mit kleinen Einheiten und dann muss ich jetzt schauen, was ich damit mache. Er hat immer seine Steel Balls hier kombiniert mit einem Rhino. Der Rhino ist gut gegen kleine Einheiten, die Steel Balls dann gegen die größeren. Das ist eine ganz nette Kombo, die ich mir auch mal so merken kann, die für viele Situationen sicherlich ganz sinnvoll ist. Fand ich jetzt alles. War eine recht lehrreiche Runde. Finde ich gut. Finde ich gut. Eine Brennlinse countert. Du meinst die Melting Points. Ja, aber da sind natürlich dann die Steel Balls, die dahinter stehen. Sehr gut. Falls du das meinst. Meinst du ein Melting Point? Melting Points natürlich darum erstmal teuer. Das ist natürlich. Deswegen ist das keine Alternative für einen Steel Ball, weil die sind sehr viel teurer. Das mal freischalten, die kannst du in den Runden noch nicht spielen und werden halt selber von den Steelballs gecountert. Aber prinzipiell ja klar. Melting Points sind gut gegen hohe HP-Einheiten, also gegen Rhinos, Vulcans, also gegen die ganzen Giants, bis auf Overlords. Ja, die dann auch, aber braucht ein bisschen mehr Range. Ansonsten gegen die Giants und gegen Rhinos auch, ja. Melting Points sind eh ganz gut, wenn man die ein bisschen beschützt kriegt, dass die einmal anfangen loszubrennen. Und dann kann man die ein bisschen flexibel auch tacken. Ich habe meine Electromagnetic Barrage. Um Schilde zu zerstören. Obwohl, das brauche ich eigentlich nicht. Das sehe ich irgendwie nochmal. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Energy Absorption ist gut, dann kann man sich heilen. Range Enhancement auch nicht. Ja, doch, das ist schon gut. Dann auf jeden Fall Energy Diffraction. Und das letzte weiß ich noch nicht genau, was ich da irgendwie. 10 Crawler alle 30 Sekunden. Das fühlt sich irgendwie zu wenig an. 10 Crawler. 10 Crawler ist eine halbe Unit, oder? Nee, Crawler sind sogar 24, oder nicht? 24, eine dritte Crawler-Einheit alle 30 Sekunden. Das fühlt sich ziemlich underwhelming an. Für 300 auch. Armor Enhancement. Armor Enhancement ist halt gegen kleine gut. Dann gefällt mir, glaube ich, trotzdem besser als das. Mit Schilden hat er eigentlich nicht so viele Probleme. Schilde killt er schnell. Wenn dann jemand hinterm Schild steht, auch ob es viele kleine oder ein großer ist, er ballert da mit seinen Laser rein und der Schild stirbt halt super schnell. Disabling Tech ist manchmal ganz nett. Der Slow kann auch ganz nett sein.
probiere das nochmal reinzunehmen. Wo ich manchmal auch denke, das ist so, das hat viele, das ist halt gut gegen kleine Einheiten, aber kleine Einheiten machen jetzt eigentlich eh nichts. Aber vielleicht ist es manchmal ganz gut, einfach um zu überleben. Und 30% mehr HP. Das ist ein netter Bonus. So, ich mache mal erstmal kurz eine Pause. Und dann nachher wieder da. Und dann, so. Mehr Capellum geht immer, ne? Macht schon Spaß. Schauen wir mal. Dann erstmal danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns später nochmal bestimmt. Bis dann.